Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir spielen natürlich wieder dort weiter, was wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar werden wir uns von der Tempest aus jetzt erstmal in Richtung Nexus bewegen, dort ein bisschen mit dem Sam-Kern sprechen und dann sehen wir weiter. Und zwar mit der Hauptmission. Bis gleich. So, ich gehe dann mal erstmal hier ganz flocker lockig an meine Galaxiekarte und dann stelle ich erstmal ein, dass wir uns zur Nexus bewegen. Volt Orbit ist stabil. Sky. So habe ich mir das gedacht. So, da werden wir heute auf jeden Fall noch einiges erleben, denke ich mal. Hier sind wir überall bei 100%. Nicht? Oh, okay, gut. Dann erstmal zur Nexus. Dort mit dem Sam-Kern talken. Wir müssen nämlich noch diese ganze Erinnerungsgeschichte mit dem Vater klären. Meine Fresse. Habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Ich habe auch noch einige Erinnerungsfundstücke eingesammelt. Das bedeutet, wir müssten dort auf jeden Fall einen immensen Fortschritte zu vermerken haben können, tun sollten. Wollen! Yeah! Hab ich Bock, meine Fresse. Hab ich Bock. So, circa 3000. Die Andockbucht. Jawohl. So, in der letzten Folge haben wir auf ihr Laden erstmal richtig aufgeräumt. Wir haben den Architekten dort besiegt und das Plünderer-Gedöns fertig gekriegt. Was dazu geführt hat, dass wir unseren Außenposten dort errichten konnten und nun haben wir jegliche besiedelbaren Planeten auch mit einem Außenposten versehen, was dazu führt, dass wir uns definitiv dem Hauptstrang der Geschichte hier nähern, sprich die Verfolgung von dem Archon. Sobald es natürlich hier keine Nebenmission mehr gibt, ne? Ich glaube, ich könnte auch noch mal so ganz dumm auf Kedera vorbeischauen und gucken, ob ich dort nicht noch einen neuen Anzug mir reinlutschen könnte. Die gesperrte letzte Erinnerung ihres Vaters freischalten. Wieso eigentlich gesperrt? Muss ich dafür die anderen Erinnerungen vielleicht erstmal anschauen? Das könnte natürlich sein. Aber das werden wir gleich sehen. Erstmal talken wir eine Runde mit dem Sam-Kern. Der ist hier auch um die Ecke. Irgendwo. Hier rechts. Ja. Falls ihr es klopfen hört hier bei mir im Hintergrund, mein Nachbar. Keine Riker, bösen Wörter. eine So. der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Nur eine? Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag Ihrer Mutter. Oh, Mutti. Was ist da los? Oh, hey, und meine Schwester ist auch immer Es noch war am ein Pennen. guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Ma. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Okay. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst?
das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Ellen. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Alles endet. Das Leben, Sterne, Galaxien. Irgendwann stirbt alles. So läuft es eben. Und dennoch scheint dieser Glaube vielen organischen Lebensformen als eine Art Motivation zu dienen. Er ist der Grund für deine Existenz. Dad hatte gehofft, du könntest sie retten. Und ich habe versagt. Tja, der Tod lässt sich nicht betrügen. Niemand kann den Tod besiegen. Du nicht, mein Vater nicht. Es war Schicksal. Und dennoch habe ich paradoxerweise in diesem Moment das Leben besser verstanden. Inwiefern? Die Tiefe der Gefühle, die ihr Vater für Ellen empfand. Er hat sie nicht oft gezeigt. Ein Umstand, den er bedauert hat. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Okay, ich talk mal eine Runde mit ihm. Was vielleicht lässt sich das entsperren. Über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie sie im Feld. Stimuli. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Moment mal. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Okay. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Es gibt also noch andere Sams? Korrekt. Allerdings hat ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Nice. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Na, das wissen wir ja. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen ihres Vaters geformt und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Ja gut. Das war vorerst alles. Natürlich. Also hat sich das mit dem Freischalten hier gerade nicht geklärt. Okay. Vielleicht, wenn ich hier in seinen Räumlichkeiten nochmal reingehe. Schusswaffe. Was ist das? Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich... Die persönlichen Logs ihres Vaters. Okay, wir haben keine persönlichen Logs mehr. Scannen ist auch nicht drin. Audioausschnitt, den habe ich doch schon mal gehört, oder? Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis.
Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ja, und jetzt? Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Wow. Noch ein Audioausschnitt. Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Gedruckte Bücher. Die Produktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie. Okay. Moment mal gerade. Lani? Baby, was geht? Hey Ryder. Ich brauchte mal eine kleine Pause von der Tempest. Okay. Ich glaube, ich gehe mal eine Runde auf diese Krügerstation. Müsste ja eigentlich auch hier irgendwo sein. Und dann gucke ich mal, wie es um meine Sister steht. Da war ich nämlich auch so ungefähr 12.000 Jahre nicht mehr. Vielleicht lässt sich dort noch irgendwas freischalten. Was ich allerdings nicht glaube. Weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Es dauert nur noch ein paar Minuten. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Was geht mit ihr, Mann? Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrer Schwester im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen. Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Ach so, okay. Wie geht es Sarah? Nun, der Tod ihres Vaters und die Pleite mit dem neuen Zuhause. Das nimmt einen ziemlich mit. Ich glaube aber nicht, dass bleibende Schäden zu befürchten sind. Zumindest nicht körperlich. Ja, wacht sie denn auf? Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Es war daher sinnvoll, dass Lexi und ich die Plätze tauschen. Sie ist jünger, also für Asari-Verhältnisse. Die sind ja mit 200 noch Teenager. Und sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Alles klar. Was wird Ihre Aufgabe auf der Hyperion sein? Wir haben ja immer noch Tausende, die gerade ein Nickerchen machen. Und um die muss sich jemand kümmern. Und so kann ich auch noch Sarah sehen. Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Ach, Diggi, das habe ich doch gerade schon... Sorry, dass ich da gerade nochmal draufgeklickt habe. Sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. Ja, wird auch Zeit. Sie pennt hier einfach immer noch weiter. Okay. Cool. Nichts rausgekriegt. Perfekt. Aber... Das lässt uns jetzt natürlich auch weiter in unserem Modus hier fortfahren. Wir haben hier alles gemacht, was wir machen können. Das heißt, das Einzige, was noch bleibt, ist... Richtig. Die Jagd auf den Archon. Tja, wie kann ich das freischalten? Oh ja, vielleicht können wir hier nochmal die verschollene Arche angehen. Hinweise zur salarianischen Arche. Wird mir darauf hier irgendwas... Nee, wird mir nichts angezeigt. Okay. Mir wird allerdings auch nicht der Weg auf die Tempest angezeigt.
Wie kann ich das denn jetzt mal rausfinden? Naja, vielleicht, wenn wir auf der Galaxy-Übersicht sind hier, wenn wir diesen Helios-Cluster im Blick haben, da wird sich hundertprozentig irgendwas rauskristallisieren. Wenn nicht, dann geht's weiter mit der Jagd auf den Archon. Und da bin ich schon echt übelst gespannt, ey. Galaxiekarte. Willkommen zurück. Ja, danke. Selber willkommen. So. Okay. Mir wird absolut nichts angezeigt. Ist natürlich krass. Gut. Dann wollen wir mal da oben hinpimmeln, ey. Wow. Wie lange habe ich mir das jetzt aufgespart? So ungefähr vor... Weiß ich nicht, wie lange. 30 Folgen oder so? Ryder, wir empfangen eine Menge Kettgeschwätz. Wir bleiben getarnt, Kello. Noch wollen wir keinen Kampf. Okay, Tafeno. Die Jagd auf den Archon. Was geht hier oben ab? Hier sind ja überall Ausrufezeichen. Okay, wir werden erstmal auf Solat zufliegen. Anomalie geortet. Wo denn? Ups. Sonde unterwegs. Was ist das? Wieder ein Fluss oder so? Ich habe etwas gefunden. Eisdecke. Okay. Okay, wir decken erstmal wieder das ganze Gebiet hier auf. Damit wir 100% erreichen. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Hier gibt's wieder Material. Orte, ein großes Mineralienvorkommen. Eisen, nice. Oh, 145. Das ist tatsächlich heftig viel. Naja, gut, heftig viel. Was heißt heftig viel? Es ist viel. Sollte wohl reichen. So, Dionysia, wie auch immer das Ding da heißt. Danach bleibt uns nur noch ein Planet und danach werden wir wohl mit dem Archon konfrontiert werden. Beziehungsweise mit den... Gibt es hier Anomalien? Nein. Mit den Aufgaben, die dort auf uns warten. Moment mal, PAS-65. Habe ich da nicht irgendwie noch was missionstechnisch irgendwie im Hinterkopf? Ich empfange etwas. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. Ein Satellit. Einfach nur Forschungsdaten. Okay. Naja, dann hätten wir ja fast alles. Dann wollen wir mal auf die Jagd gehen. Crazy. Boah, es geht los, ey. Ist das dieser Leer... Flaggschiff des Archons. Okay. Gibt es hier irgendwo eine Andockbucht? Ja, oder? Okay, Friendos. Auf geht's. Es ist also wahr? Wir haben die Salarianische Arche gefunden? Ach, guck. Sam, taktische Ansicht. Also hatte ich gerade doch recht. Allem Anschein nach hat der Archon sie gekapert. Die Schiffe sind miteinander verbunden. Wie sieht der Plan aus? Ich arbeite daran. Sam, stell eine Verbindung zum Moschai her. Verbindung steht. Ryder, schön, Sie wiederzusehen. Wir haben das Schiff des Archons gefunden, aber die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Ich wüsste also gerne, wonach genau wir suchen. Nach einer großen Reliquie der Relikte mit einer Darstellung von Meridian. Meridian. Sie war in seinem Privatquartier, seinem Allerheiligsten, wie er es nannte. Er ist äußerst stolz auf diese Reliquie. Das wird sich ändern, wenn wir sie ihm erst gestohlen haben. Unterschätzen Sie den Archon nicht. Er glaubt nicht an die Unantastbarkeit des Lebens. Zumindest nicht so, wie wir es kennen. Hm. Seien Sie zuversichtlich, aber auch vorsichtig, Ryder. Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Moschai. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay. Wenn wir die Sache richtig angehen, entkommen wir nicht nur mit der Reliquie, sondern retten auch die Salarianer. Ich schlage vor, wir gehen auf die Arche, verschaffen uns einen Überblick und schleichen uns dann durch die Verbindungsröhre auf das Kettschiff. Das sollte realisierbar sein. Die Arche Passero ist derzeit auf Standby.
Lediglich die Stasi-Bereiche sind in Betrieb. Wie geht es den Salarianern? Unbekannt. Sie haben die Moschei gehört. Wer weiß, wozu der Archon fähig ist. Genau deshalb müssen wir auch wachsam bleiben. Wenn wir den Archon unterschätzen, sind wir tot. Ryder? Was immer sie brauchen, das sind meine Leute. Wir holen sie zurück. Das hier ist wirklich wichtig. Als ob das jetzt keiner merkt von den Cat. Sam Zugriff auf die Systeme der Arche. Wir registrieren auf dem Cat-Schiff bislang keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Pathfinder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf ein Terminal zuzugreifen, kann ich die Lage... Ich greife jetzt auf die internen Systeme der Arche Passero zu. Ja. Einen Moment. Es wurde eine zusätzliche Datenverschlüsselung hinzugefügt. Das entspricht nicht den Vorschriften. Waren das die Salarianer? Anscheinend ja. Es handelt sich um einen kryptografischen Code Ihres Geheimdienstes. Ich habe ihn entschlüsselt. Okay. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Passero im Helios-Cluster eingetroffen. Die Position der Nexus ist unbekannt. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Okay, das war ziemlich deutlich. Suchen wir nach ihm. Ich überbrücke die Schottsteuerung. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedlung einzuschätzen. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Okay. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Alles klar, cool. Das ist also Priorität hier. Okay, hier sieht alles irgendwie... Wie steht's um das Schiff, Sam? Die Cat haben zwar einige Ergänzungen vorgenommen, deaktiviert aus. Aber die Systeme der Arche sind noch funktionsfähig. Sie ist also flugbereit? Ja. Ryder, überlegen Sie etwa... Ja, der einfachste Weg, alle zu retten, ist nun mal die ganze Arche mitzunehmen. Das stimmt. Ist nicht unbedingt Oha. Das Wort, das ich verwendet hätte. Solange die richtigen Salarianer noch an Bord sind, könnte es funktionieren. Keine Leichen. Und auch sonst keine Hinweise auf einen Kampf. Oh Moment, was war das? Dieser Kolonist ist verstorben. Das medizinische Terminal könnte uns weitere Informationen liefern. Hier vorne. Was sagen Ihre Daten über den Salarianer, Sir? Er wird als Pathfinder Seven Raker identifiziert. Ach, krass. Wie lautet die Todesursache? Eine Hirnembolie während der Stase. Allerdings ist Pathfinder Raker laut den Daten der Initiative weiblich. Dieser Patient hingegen ist männlich. Was? Und wer ist das dann? Ich habe seine DNA-Signatur aus Ihrem Scan. Finden Sie einen Sequencer, dann kann ich seine Identität ermitteln. Alles klar. Dieser Salarianer weist keine Vitalzeichen auf. Okay. Medizinisches Terminal, alles klar. Die DNA des verstorbenen Salarianers stammt von dem Kolonisten Jax Orlin. Dann haben sie sie ausgetauscht. Sie wollen ihren Pathfinder verstecken. Sehen wir Warum? Uns die Stase-Kapsel dieses Kolonisten an. Vielleicht ist jemand drin. Ich habe die Kapselreihe markiert. Typisch Salarianer. Alles Schall und Rauch. Arbeiten die Salarianer etwa mit den Cat zusammen? Was ist mit dem Datenpad? Dringend. In Absprache mit der Führung der Arche sind alle Verteidigungsaktionen gegen die Alienschiffe einzustellen. Aha, krass. Das Risiko katastrophaler Ausfälle bei Arche und Kolonisten ist zu groß. Ja gut. Aber wenn die jetzt natürlich mit denen zusammenarbeiten würden, wäre das auch ein Anzeichen darauf, dass die sich einfach freundlich gegenüberstehen. Ne? Also, was heißt freundlich? Okay, wir gehen erstmal weiter. Stasekapsel des toten Salarianers finden. Hier müssten deutlich mehr Kapseln sein. Vielleicht konnten die Leute ja entkommen, bevor die Kette aufgetaucht sind. Dafür war der salarianische Captain zu beunruhigt. Okay. Was? Ach so, da. Das ist die Kapsel des verstorbenen Salarianers. Aber darin befindet sich eine Salarianerin.
Ich glaube, wir haben ihren Pathfinder gefunden. Holen wir sie raus. Sie benötigen Zugriff auf die Stasis-Steuerung, um sie wieder zu beleben. Okay, wir müssen den Kollegen jetzt wiederbeleben.